Tá, beleza. Quantas horas? A sua universeira. Nein. Doch. Oh, bist das Chicken Tikka Masala? Oh. Hey, jetzt wissen wir gar nicht mehr, über welche Folgen wir waren. Ja, bei einer ziemlich lauten offensichtlich. Du bringst mich gerade auf meine erste Idee. Was mache ich denn? Du siehst aus wie eine Schnitte. Danke. Oh, wie wär's mit dem hier? Eine Hängematte? Denn die könntest du dich auf dem Balkon hängen und dann zu zweit abhängen. Du bist das Produkt. Das Beste an dir sind deine Muskeln. Also würde ich mit den Muskeln Werbung machen. Danke. Bitte. Wie ein belegtes Brot, wie ein Sandwich. Okay, so ein Kompliment habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Die Matten sind das Brot und du bist der Belag. Paul Lindberg, die lebende Wurst. Oh my gosh, I'm sorry. Maybe you put away your sunglasses? Willst du auch was sehen? Tut mir leid, aber so eine Kaffeeeröffnung kannst du bestimmt auch ohne mich machen, oder? Naja, gut, dann muss ich wohl das Schokofondue alleine probieren. Du hast ja leider keine Zeit. Moment. Ohne mich schaffst du das bestimmt nicht, oder? Nein, auf keinen Fall. Dann helfe ich dir selbstverständlich. Habe ich dich erwischt? Morgen, Lucy. Guten Morgen. Ja, den Herrn. Frau Ose. Frau Ose. Herr Liebert ist leider nicht zu erreichen. Schmeckt? Ja. Das ist doch kein richtiges Hochzeitsgeschenk. Ja, aber ein Brotbackautomat ist eins. Sehr romantisch. In Frankreich gibt es kein vernünftiges Brot. Oh, Baguette. Was hast du gegen Baguette? Ja. Aber die Schokolade wird doch morgen nochmal gewechselt, oder? Klar. Nein. Natürlich. Und deshalb wollte ich mich gerade auf dem Weg zu dir nach oben machen und dich genau das gleiche fragen. Dein Ernst? Ja. Zwei Dove. Ein Gedanke. Wieso? Ja, oder Krapfen und Sachertorte. Das ist eine richtig gute Idee. Ja, ne? Und, machst du es? Nein, auf gar keinen Fall. Was, wieso? Sorry, aber ich fühle mich einfach nicht so wie ein Käsekuchen. Aber... Weiterlaufen. Neue Idee.